Entscheidungen wurden getroffen für eine große Feier heute auf dem Betzenberg. Uli Hoeneß hat letzte Woche hier schon gratuliert den Lauterern zur Meisterschaft. Jupp Heynckes hatte gratuliert. Alles war so gut wie klar. Burkhard Weber, Michael Fahrt und Christian Sprenger waren auf dem Betzenberg, fassen das Spiel jetzt zusammen, unser Spiel der Woche. Sagen wollte ich Ihnen noch, dass Kaiserslautern antreten musste ohne den gesperrten Stefan Kunz und die verletzten Katletsch und Stumpf. Heute Nachmittag gab es in der Pfalz nur ein einziges Ziel, den Lauterer Betzenberg. Wohl dem, der eine Eintrittskarte hatte, das Stadion mit 38.500 Zuschauern seit Wochen restlos ausverkauft. 100.000 Karten hätte man verkaufen können. Sitzplatzkarten wurden auf dem Schwarzmarkt für 1.000 Mark gehandelt. 30 Minuten noch bis zum Anpfiff. Der Betzenberg brodelte. Das Fritz-Walter-Viereck schien aus allen Nähten zu platzen. Die Stimmung grandios, meisterlich. Wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen und wir sind auch hingefahren, um die Bundesliga offen zu halten, wollen hier auch gewinnen, ist doch ganz klar. Wir gewinnen eigentlich eben die Meisterschaft, nur wir wollen uns natürlich auch nicht abschlachten lassen, das ist natürlich klar, geschenkt wird natürlich nicht. Normal, wie jedes andere Bundesligaspiel auch. Ich meine, wenn man, glaube ich, Profi ist, will man auf den Platz gehen und gewinnen. Ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, wenn sie uns die Siegesprämie geben, dann machen wir schon alles klar. Ne? So viel Geld hat RTL Plus natürlich nicht. Pünktlich um 15.30 Uhr der Anpfiff durch Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel. Der Lauterer Countdown zur deutschen Fußballmeisterschaft 1991 hat begonnen. Und an die Bayern haben die Pfälzer natürlich auch gedacht. Kalli Feldkamp hatte seine Elf vor den Gladbachern gewarnt. Für den Coach ist die Borussia neben dem HSV die beste Auswärtsmannschaft der Liga. 9 Spiele sind die Gladbacher ungeschlagen. 8 Minuten gespielt, Gladbach die Gäste also von rechts nach links. Jörg Neun mit einem glänzenden Seitenwechsel. Das ist Thomas Kastenmeier. 17 Meter, er versucht es einfach mal und ein kapitaler Fehler von Torhüter Gerry Ehrmann. Das 1:0 für die Gäste, für den Ur-Bayern Thomas Kastenmeier, Saisontreffer Nummer 8 und für den FCK eigentlich eine gewohnte Situation, denn auch in den letzten beiden Heimspielen gegen den KSC und gegen Bochum mussten die Feldkampfschützlinge einem Rückstand hinterherlaufen. Keine Frage, dieser Treffer geht ganz klar auf die Kappe von Gerry Ehrmann. Ein türkischer Aufsetzer. Der Ball springt gegen die Brust und geht ihm dann durch die Beine. Die lautere Antwort. Markus Kranz, der Juniorennationalspieler. In der Mitte lauert Bruno Labbadia mit dem Kopf und Uwe Kamps. Mit den Fingerspitzen lenkt er den Ball zur Ecke. Noch einmal die dazugehörige Zeitlücke. Bruno Labbadia mit großem Sprungvermögen, ebenso Uwe Kamps. Dann Freistoß für den Tabellenelften. Der Spezialist heißt Thomas Kastenmeier, der Spieler mit der Nummer 2. Die lautere Abwehr postiert. Und nach 20 Minuten heißt es gar 2:0 für die Gäste, für Borussia Mönchengladbach. Saisontor Nummer 9 für Thomas Kastenmeier. Und Sie haben es gesehen, Kalli Feldkamp wie versteinert. Diesmal keine Abwehrmöglichkeit für Gerry Ehrmann. Und so erlebte Kalli Feldkamp um kurz vor 4 das 0:2. Die Lauterer geschockt, die Nerven flatterten. Ein Fehler von Markus Kranz. Winhoff allein gegen Gerry Ehrmann. Und der Lauterer Keeper bewahrt seine Elf vor einem höheren Rückstand. Zweimal haben die Gladbacher bisher auf des Gegners Platz gewonnen. 3:1 in Köln und 5:2 in Leverkusen. Die Gladbacher weiterhin frech, ohne Druck. Das Abstiegsgespenst haben sie ja bereits verjagt. Martin Max im Zusammenspiel mit dem sehr agilen Peter Winhoff, dann eine Flanke und die Endstation heißt Gerry Ehrmann. Gespielt eine halbe Stunde und Kalli Feldkamp reagierte. Im Sturm lief nicht viel zusammen, folgerichtig brachte er mit Bernhard Winkler einen weiteren Angreifer für Bjarne Goldberg. Dann war Halbzeit. Bayer bleibt Bayer, oder? Ja, mit Sicherheit. Wäre ja nie Opling, auch wenn ich da herumspiele bei den sogenannten Preisen. Sich die Tore vorgenommen, vorher schon? Sagen wir mal, vorgenommen nicht, aber ich habe es mir gewünscht. Man weiß ja, wenn der Freistoß von der Seite kommt, wieder zweite wieder, dass schon andere Tormänner das Nachsehen gehabt haben gegen mich und heute hat es halt wieder geklappt. Ja, gar nicht so leicht zu verstehen, der Thomas Kastenmeier, auch die Sprache wird er wohl
immer Beiball. Die Lauterer kamen mit Volldampf aus der Kabine. Bruno Labbadia mit der ersten großen Möglichkeit, aber Uwe Kamps mit dem Fuß. Noch einmal die dazugehörige Zeitlupe und in dieser Situation Glück und natürlich auch Können für den Gladbacher Keeper. Nur 30 Sekunden später Kai Friedmann, der ja zum 1. FC Nürnberg wechseln wird. Uwe Scheer, wieder Labbadia, er legt ab für Uwe Scheer. Und auch diesen Knaller entschärft Uwe Kamps in souveräner Manier. Bei der Kabinenansprache von Kalif Feldkamp hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Libero Rainer Ernst jetzt fast ausschließlich in der Offensive, die 60. Minute. Demir Hotic heute nicht so stark wie gewohnt. Markus Kranz. Labbadia legt wieder auf, noch einmal Hotic. Diesmal aber der Schuss exakt auf Torhüter Uwe Kamps. 60 Sekunden später. Die Lauterer machten jetzt Druck. Die Gladbacher eingeschnürt am eigenen Strafraum. Rainer Ernst, dann im Lupfer. Jetzt doch die eine oder andere Unsicherheit in der Gladbacher Abwehr. Bruno Labbadia. Wir sehen es, der Ball kam von Frank Schulz. Da fehlten nur Zentimeter. Kurz zuvor hatte Raimund Aumann in Nürnberg den Strafstoß gehalten. Ein Spiel der Nerven. Die 69. Spielminute. Dule. Labbadia. Werner Winkler aus der Drehung. Aber da fehlten dann doch einige Meter. Der Betzenberg kochte und die Fans waren natürlich immer mit einem Ohr radiomäßig in Nürnberg. Hier noch einmal die Möglichkeit für den eingewechselten Bernhard Winkler. Dann ein Freistoß für den FCK. Markus Kranz wird schießen. Und einmal mehr Uwe Kamps. Heute machte er keinen Fehler. Der FCK spielte nicht nur gegen eine sehr gute Gladbacher Elf, auch gegen die eigenen Nerven und gegen den Sekundenzeiger, der unaufhaltsam gen 90. Spielminute lief. Die Lauterer versuchten es nun mit allen Tricks. Eine eindeutige Schwalbe, das werden wir in der Zeitlupe sehen, von Demir Hotic, entlarvt durch unsere Hintertorkammer. Dann wieder ein gefährlicher Konter der Borussia. Klinkert mit einer verunglückten Abgabe, Schneider auf Peter Winhoff. Der auf und davon lässt Kai Friedmann ins Leere laufen. Das 0:3, das 3:0 also für Borussia Mönchengladbach gegen den Tabellenführer gespielt. 82 Minuten, Winhoffs dritter Saisontreffer. 16 Mal haben die Lauterer bisher auf dem Betzenberg gespielt und noch kein einziges Spiel verloren. Ein kurzer Haken von Winhoff. Friedmann läuft ins Leere, sieht da nicht ganz so gut aus. Und auch bei diesem dritten Treffer keine Möglichkeit, keine Abwehrmöglichkeit für den Lauterer Keeper Gerry Ehrmann. Tja, und die Lauterer Bank erlebte diesen dritten Gladbacher Treffer wie folgt. Kaum noch eine Reaktion bei Kalli Feldkamp. Aber seine Spieler, sie gaben sich noch nicht auf, sie kämpften wie die Teufel. Tom Dooley rackerte für zwei heute. Es läuft die 89. Minute. Markus Schupp, er wechselt ja nach Wattenscheid. Schupp gegen Aichin. Und Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel entscheidet sofort auf Strafstoß das Ganze 60 Sekunden vor dem Ende. Kann man geben, diesen Strafstoß? Die Entscheidung von Wiesel kam sofort. Das Duell Kranz gegen Kamps. Und der Schütze bleibt Sieger. Das 1:3, der Anschlusstreffer für die Pfälzer. Und nun wurde es noch einmal spannend, wurde es noch einmal dramatisch auf dem Betzenberg. Tja, da war er noch dran, der Uwe Kamps. Musste sich also erst durch diesen Strafstoß geschlagen geben. Alle Lauterer Spieler jetzt eigentlich nur noch in der Hälfte von Borussia Mönchengladbach.
Kalli Feldkamp peitschte seine Jungs noch mal nach vorn. Die Gladbacher ließen sich Zeit. Markus Kranz. Hohe Bälle jetzt immer wieder in den Strafraum von Borussia Mönchengladbach. Labbadia und Winkler kommt da zu spät. Es läuft die 90. Spielminute. Aber die Entscheidung von Schiedsrichter Wiesel, hier einige Minuten nachspielen zu lassen, korrekt. Der Ball etwas zu lang für Martin Schneider, der ja vom Club kam und früher auch mal bei den Bayern gespielt hat. Der eingewechselte Lelle, er kam in der 66. Minute für Guido Hoffmann. Wieder Markus Kranz, der jetzt immer wieder hoch die Bälle in den Strafraum brachte. Und Jörg Neun klärt. Rainer Ernst in der Offensive stärker als auf der Libero-Position. Wieder Kranz und Endstation einmal mehr Uwe Kamps. Die Kräfte ließen natürlich nach bei den Lauterern. 90 Minuten waren sie angerannt und das Erfolgserlebnis bisher recht dürftig. Nur ein einziger Treffer. Geri Ehrmann, der heute den Mannschaftskapitän Stefan Kunz in dieser Position vertrat, hat es natürlich eilig. Wieder Rainer Ernst, dann einen langen Ball. Das ist natürlich das einzige Rezept, kurz vor Schluss. Hottic legt auf für Bruno Labbadia. Das hat er sehr, sehr geschickt gemacht, nicht geknallt, geschaut und dann den Ball mit dem Innenriss platziert, ins Eck geschoben. 91 Minuten gespielt, nur noch 2:3. Endlich hat er also wieder getroffen, der Neu-Bayer Bruno Labbadia. Einige Zuschauer hatten den Betzenberg schon verlassen, aber sie kamen wieder, einige Sekunden noch zu spielen. Uwe Kamps. Rainer Ernst, nur noch den Ball nach vorne schlagen jetzt, die einzige Devise der Gastgeber. Welch eine Dramatik. Das Ergebnis in München auf der Tribüne natürlich bekannt, immer noch führten die Bayern mit 1:0. Und wieder die Lauter, Uwe Scheer angeschlagen. Markus Kranz, Hottic wieder, der Juniorennationalspieler. Und noch einmal Eckball. Vielleicht die letzte Aktion hier in dieser Partie. Labbadia, den hat es wieder mal erwischt. Hat hier einige Probleme mit seinem Rücken am Donnerstag, wo er seinen Wagen zu Schrott. Lelle wird den Ball hereingeben. Wenige Sekunden nur noch zu absolvieren. Alle Mann jetzt im Strafraum der Gladbacher. Und dann kommt er zum Ball. Markus Kranz. Der Spieler mit der Nummer 6, er hätte heute berühmt werden können, er hätte Fußballgeschichte schreiben können. Aber wir sehen es in der Zeitlupe noch einmal. Tausendsasser Uwe Kamps abermals mit einer Reflexbewegung. Dann war Schluss auf dem Betzenberg. Die 93 Minuten waren vorüber. 3:2 gewinnt Borussia Mönchengladbach beim Tabellenführer. Gleichbedeutend ist dies mit der ersten Heimniederlage des 1. FC Kaiserslautern und das Ganze einen Spieltag vor Toreschluss. Stimmen nach dem Spiel eingefangen von meinen Kollegen Michael Pfad und Christian Sprenger und wir beginnen mit den Siegern. Na gut, dann bleibt es interessant. Ich selbst kenne es ja vom eigenen Leib, wie es ist, wenn man so kurz davor ist. Wir haben es in Bremen auch gehabt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kaiserslauterer heute Meister werden, weil ich es einfach gut finde, wenn auch mal eine Mannschaft oder der Nobodies mal Meister wird. Aber noch haben sie alle Chancen. Ich kann nur hoffen für die Kaiserslauterer, dass sie die Nerven behalten. Und nächste Woche haben sie auch ihren Stefan Kunz hoffentlich wieder dabei und dann vielleicht holen sie den einen Punkt. Sie haben es angesprochen, Sie kennen die Situation. Was geht da in so einer Woche vor, wenn man einen Vorsprung hatte, alle haben einen als Meister gefeiert und dann gleitet es einem doch noch vielleicht durch die Finger? Ja, das Schlimme ist, man denkt unbewusst nur daran, was eigentlich nach dem Spiel ist, wenn du Meister bist. Hier feiern, da feiern und hier jubeln. Und dann fängt das Spieluhr plötzlich an um 3:30. Und dann haben auch die Kaiserslauterer heute gesehen, man hat ja am Anfang total gemerkt, die waren total verunsichert, nervös, wo sie sonst mit Kampf und allem dann was erreichen. Und heute waren wir, glaube ich, die klar bessere Mannschaft, obwohl sie natürlich zuletzt Druck gemacht haben. Aber
Es ist eben so, in der Meisterschaft, da musst du dann mit deinen Nerven fertig werden, was dich positiv beeinflussen kann. Die Kaiserslauterer hat sicherlich heute negativ beeinflusst. Also ich meine, uns ging es im letzten Jahr ähnlich. Wir mussten im letzten Spiel in Nürnberg auch noch einen Punkt holen. Von daher weiß ich, wie das Gefühlsleben ist eines Profis in so einer Situation. Wie? Und man ist mit Sicherheit tierisch nervös, man weiß, dass es um alles geht. Um entweder ganz oben oder eben nichts im Prinzip. Und von daher ist es schon ein schwieriges Stück Arbeit für die Lauterer nächste Woche. Ich glaube, dass eben allein durch die Medien unwahrscheinlich viel auf die Spiele einwirkt. Und es ist nicht ganz einfach, da klaren Kopf zu bewahren und seine Leistung, die man normal gewohnt ist, zu bringen, auf den Platz wiederzugeben. Was war denn heute? Waren die Lauterer verkrampft oder wart ihr so stark? Ich glaube schon, dass wir sehr stark waren. Dazu kam natürlich die Nervosität der Kaiserslauterner. Und man hat ja auch gesehen, gleich beim ersten Tor hat der Gary Ehrmann daneben gegriffen. Da konnte man auch sehen, dass die Nervosität da war. Und dann standen sie fast schon mit dem Rücken zur Wand. Und sie hätten ja auch in der ersten Halbzeit noch mehr Tore kriegen können. Dann könnten sie sich ja nicht beschweren. Ich komme nochmal darauf zurück, auf den Anfang. Wem würden denn die Gladbacher? Ich habe eben mit Norbert Meyer gesprochen. Der hat gesagt, ich wünsche eigentlich den Lauterern den Sieg, auch den Fans hier. Wem wünschen Sie denn die Meisterschaft? Ja gut, ich meine, es würde mit Sicherheit der Bundesliga mal gut tun, wenn jemand anders Meister werden würde. Wenn ich persönlich komme aus Bayern und mein Herz hängt auch mit Sicherheit noch an Bayern. Haben Sie eigentlich die Woche mal mit Jupp Heynckes telefoniert? Ja, also wenn es so wäre, würde ich es Ihnen jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe also war es so? Aber nein, ich habe nicht mit ihm telefoniert. Aber Ihnen liegt eigentlich der ehemalige Kollege Jupp Heynckes, den Sie noch aus Gladbacher Zeiten gut kennen, vielleicht ein bisschen näher als Kalli Feldkamp und die Lauter? Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie da eine Antwort drauf haben wollen, muss ich Ihnen sagen, wir sind genauso motiviert, wenn wir gegen Bayern München spielen, wie auch heute gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und zumal sitzen beide Kollegen auf der Bank, so wie ich auch, und spielen müssen letztendlich die Akteure. Ja, ich bin heute mal Bayer und das wird sich ja nicht ändern. Und Bayern kann von mir aus schon Meister werden. Was war heute der Grund? Lautern so nervös und so schwach oder ihr so stark? Ich finde, dass wir wieder sehr stark gespielt haben heute. Und wenn wir die ganzen Chancen reingemacht hätten, die wir schon die erste Halbzeit gehabt, dann wäre das Spiel schon lange entschieden gewesen. So ist zum Schluss ein bisschen eng geworden. Und ich glaube, die Lauterer haben ein bisschen schwere Beine gehabt. Haben Sie eigentlich die Woche telefoniert mit Ihren alten Mannschaftskameraden mal oder mit Jupp Heynckes oder Uli Hoeneß? Ich habe es eigentlich vorgehabt, aber ich habe mit kaum telefoniert. Ich wollte erst einmal das Spiel vorübergehen lassen und dann, jetzt kann man genug telefonieren. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Es war so deprimierend heute. Wir haben überhaupt nicht so gespielt, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Wir haben viel zu passiv gespielt. Ich glaube, viele von uns waren schon zwei Punkte weiter. Das waren zwei, also um mal zu sagen, saudumme Tore. Das erste beim Gary, das, was normalerweise nicht passiert. Das hat uns dann etwas verunsichert. Und dann der Freistoß, der dann noch zum Tor geführt hat. Und da waren wir natürlich nervös, das ist ganz klar. Das ist richtig, das ist überhaupt kein Thema. War ein haltbarer Ball und das Ding geht auf mich. Ganz klar. Wir haben einfach zu ängstlich gespielt. Wir haben Angst gehabt, Fehler zu machen, haben Angst gehabt, nach vorne zu spielen. Wir waren zu passiv im Zweikampf und dadurch haben wir das Spiel verloren. Jetzt haben die Bayern auch noch gewonnen. Ja, sicher, ist alles gegen uns gelaufen. Es läuft alles im letzten Spieltag raus. Wir müssen in Köln punkten, sonst ist die Meisterschaft weg. Was macht man denn jetzt bis nächste Woche Samstag? Ja, ich schätze, wir werden uns konzentrierter auf die Aufgabe wie normal und wir schauen, dass wir den einen Punkt einfahren und das ist auch das Wichtigste. Kalli Feldkamp, das haben wir uns, glaube ich, alle ganz, ganz anders vorgestellt. Ja, natürlich. Es ist im ganzen Umfeld eigentlich alles vorbereitet worden, dass hier heute die deutsche Meisterschaft eingefahren wurde. Und wir haben auch versucht, in der ganzen Woche die Sache ja, innerhalb der Mannschaft herunterzuspielen. Aber das gelingt wahrscheinlich doch nicht ganz. Denn es waren doch heute, und das habe ich auch eben der Mannschaft gesagt, es war eigentlich das Paradestück der letzten Wochen, dass wir so lauffreudig waren, dass wir spritzig waren. Es war nicht. Und ja, wenn man dann so in den Rückstand kommt, dann ist es eigentlich das, was wir in den letzten Monaten immer gekonnt haben, noch mal rumzubiegen. Aber heute fehlte vielleicht doch, ja, sagen wir mal, der Mut nicht, aber so der letzte Biss. Es war bei 2-0 zu viel, was wir bis dahin verloren haben. Sie waren ja von vornherein schon skeptisch. Sie haben gesagt, ich will die Meisterschale nicht und ich will meine Ruhe und wartet erst mal ab. Das sind Dinge, wenn ich das jetzt umgekehrt gesagt hätte, würden Sie fragen, waren wir nicht zu überheblich. Wir haben versucht, innerhalb der Mannschaft sehr ernst uns vorzubereiten mit den Möglichkeiten, die wir hatten, auch von der Mannschaftsaufstellung her. Ich freue mich eigentlich darüber, wenn ich das überhaupt sagen will, dass es nicht daran gelegen hat, dass ein Mann heute wieder Rainer Ernst das erste Mal Libero gespielt hat, sondern wir haben das Spiel vielleicht in ganz anderen Positionen verloren. Stefan Kunz hat aber auf alle Fälle gefehlt. Ja gut, das müssen Sie sagen. In den letzten Wochen haben wir immer gesagt, es fehlt keiner. Mit einem Mal war es vielleicht heute in dem Spiel vielleicht doch der Schub, der von ihm ausgehen kann. Aber
aber das wäre jetzt falsch, das da auf einen Mann zuzuschneiden. Sie sind natürlich in der nächsten Woche jetzt noch mehr gefordert als bisher. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht? Ja, dann müsste ich ja alles wegschütteln können. Der Trainer, der das kann, den möchte ich mal kennenlernen. Ich beginne mit Sicherheit, wenn ich nicht alleine in aller Ruhe die Dinge an mir vorbeiziehen lasse. Soweit also Kalli Feldkamp. Um 17.20 Uhr in der Innenstadt in Kaiserslautern. Trauerstimmung. Was uns noch auffiel, einige hundert Handzettel wurden vor dem Spiel verteilt. Ich meine, etwas zu früh, denn wie lautet dein schönes deutsches Sprichwort? Totgesagte leben länger. Ja, was für eine Stimmung, die da aus Kaiserslautern rüberkam. Und ich sag's mal ganz ehrlich, mir taten sie heute ganz einfach leid. Schön auf der anderen Seite zu sehen, wie Menschen emotional mitgehen bei einem Fußballspiel. Und wenn alles friedlich bleibt, ist das, glaube ich, auch ganz in Ordnung so. Ich hatte es Ihnen versprochen, wir wollen noch mal